Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute, es ist angekommen, ihr seht, das Amazon-Paket ist angekommen. Und, ja, ich hatte schon ein Unboxing dazu gemacht, ein Video, was aber gefailt ist, weil jemand aus meiner Familie Socken bestellt hat und ich spoiler jetzt mal nicht, meine Sache, aber Big Problem, da drin waren die Socken und das, was ich mir bestellt habe. Also muss ich es erstmal rausholen. Gucken wir aber erstmal schön rein. Es ist nämlich was ganz Besonderes, worauf ich auch schon gewartet habe. Ja, DuckTales endlich angekommen. Die erste Collection, ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich habe DuckTales vorher noch nicht so geguckt, worauf ich mich aber jetzt schon gerade freue. Und na, Laura bringt auch nicht viel. Aber ich freue mich riesig drauf, es zu gucken. Ich habe es bestellt. Leider hatte ich nicht genug Geld für die nächsten zwei Collections, aber hey, ich freue mich, es ist angekommen. Und heute wollen wir es unboxen, gucken, was drin ist. Bitte warte einen Moment. So, da bin ich wieder. Ich habe ein Messer. Ich hoffe, ich mache nichts kaputt. Wir gucken. Nehmen wir das beiseite. Und gucken uns es an. Ich weiß noch nicht sehr viel, wie gesagt, über DuckTales. Aber das, was ich gehört habe, soll richtig gut sein. Und ich bin echt gespannt. Lesen wir erstmal vor. DuckTales, die reichste Ente der Welt, Darkwing Duck und seine Großneffen Tick, Trick und Track sind zurück. Ihre aufregenden Abenteuer sorgen nun in dieser 3-Disc-Collection für jede Menge Spaß aus Entenhausen. Gemeinsam kämpfen sie gegen einen außer Kontrolle geratenen Roboter und gegen Schmuggler um die Perle der Weisheit. Sie unterstützen Quack, den Bruchpiloten, bei einer Flugshow. Unternehmen mit Daniel Düsentrieb eine Zeitreise zu König Arthur und treffen bei einer Himmler-Expedition auf eine geheimnisvolle Schneekönigin. Spannung pur, denn egal wo die Ducks auftauchen, es wird nie langweilig. Wohl wahr. Kann ich nur dazu sagen. Also, ich bin echt hype auf diese Collection hier. Und nämlich möchte ich euch nämlich etwas ganz Besonderes zeigen, was ich mir auch schon, was ich mal zum Geburtstag bekommen habe. Aber erstmal gucken wir rein, wie das Ganze aussieht, so von vorne. Cover Design gefällt mir, by the way, ganz gut. Es ist eine 3-Disc-Collection und mit jeweils 6 Kapiteln, 7, ein, nee, sogar bei Disc 2 und 3 sogar einer mehr. So, wir gucken uns das Ganze hier an. Ganz gut an. Also, oh, ich freue mich riesig drauf, das zu gucken. Wirklich, ich bin so hype drauf. Und wenn mir das sogar gefällt, ich hole mir sogar noch die anderen 2 Collection. Auf jeden Fall hole ich mir die dann. Ich freue mich riesig drauf, das zu gucken. Das werde ich auch heute Abend oder gleich auch direkt mal machen nach dem Essen. Jeden Abend, das kann ich mir echt super drauf vorstellen. Boah. Aber kommen wir erstmal zeigen wollte, was ich mal zum Geburtstag bekommen habe. Ist nämlich auch etwas ganz Besonderes. Und es ist das hier. Und das wird jetzt von allen, vor einigen von euch nostalgische Gefühle auslösen, aber es sind tatsächlich die hier. Es sind die Donald, es sind die Walt Disney Sparsamkeit, Donald im Wandel der Zeit, Volumen. Auch eine Collection, die ich mal bekommen habe. Die kann ich auch nur auf jeden Fall empfehlen. Die kosten auch leider eine Stange Geld. Ich meine, das waren so 50, 60 Euro. Ist aber das Geld auf jeden Fall wert. Aber um diese soll es nicht gehen, da ich werde zu denen noch ein separates Video machen. Denn
heute geht es nur um die DuckTales. Wobei ich mich schon auf jeden Fall freue. Die kommen erstmal zurück. Ich freue mich. So. Ich habe schon in der LTW-Gruppe über DuckTales gesprochen. Es gibt zwei Versionen davon, habe ich gehört. Und das ist die originale Version. Und das Cover und allein die Geschichten, die jetzt zu sehen sind, echt vielversprechend, muss man ganz ehrlich sagen. DuckTales habe ich mal vor langer Zeit irgendwann mal in einer Fernsehserie gesehen. Und das fand ich schon sehr, sehr gut. Das war aber die zweite Version, in der ersten Version meines Glaubens nach hat man ja gesagt, dass die Mutter von Tick, Tick und Track, jetzt bitte. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren korrigieren, aber ich hoffe, ich sage es nicht falsch. Della Duck? Ich weiß nicht ganz, ob sie so hieß, aber die Mutter von Tick, Tick und Track ist in der Version 1 weg, verschwunden, tot, was weiß ich. Aber in der Version 2 wird sie gesucht. So. Und das ist dann halt die Originale davon, also weit ich mitbekommen habe. Und auf jeden Fall freue ich mich drauf, es zu gucken. Ich werde dann auf jeden Fall auch nochmal ein separates Video über die Geschichten und über den Film an sich erzählen. Aber das Unboxing hier, echt toll. Echt cool. Habe ich ganz schön erwartet. Ist DVD. Und ich kann einfach nicht ohne lustige Taschenbücher und generell Donuts-Geschichten ohne nicht leben. Deswegen wird mir auch das hier sicherlich gefallen. Und wenn ich mir das jetzt so sehe, hier circa 22 Minuten pro Episode. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was mit pro Episode gemeint ist. Ich glaube aber mal, dass hier 1 Gunnel Gaukeley eine Episode ist und 2 mein Gott auch eine Episode ist. Wenn das wahr ist, dann hat man in DuckTales Collection 1, das 1 wirklich viel, 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 viel mehr zu erwarten als die Kostbarkeiten von Donald Volumen. Denn rechnen wir 20. Wenn wir uns hier nämlich 20 mal 6. Und dann rechnen wir das noch mit 7 und 8, 7 nochmal hinzu. Also 6 mal 20, 7 mal 20 und nochmal 7 mal 20. Jetzt kommen meine Kartenmathe-Kenntnisse. Scheiße. Meine Mathe-Kenntnisse sind nicht sehr toll. Doch eigentlich schon mehr gefällt Mathe, aber generell an sich so. Dann rechnen wir mal 6 mal 20. 120. 7 mal 20. 140. 140 plus 140 plus 120. Also müsste man hier locker 400 Minuten. Man müsste jetzt alleine Schüsse 3 Disc 400 Minuten. Wirklich Spaß an dieser ganzen Collection haben. Und wie lange ist das? Für 60 Minuten eine Stunde? Ich weiß es nicht! Aber es wird auf jeden Fall einen ganz dicken Batz. Würde es mich freuen, auf jeden Fall. Ich freue mich echt auf jeden, das zu gucken. Auch die Designs an den CDs, wenn man sich das mal ansieht, ne? Wie kreativ das einfach gemacht ist. Generell, es erstaunt mich, wie kreativ und generell lustige Taschenbücher und die Filme dazu gedreht und gemacht worden sind. Wenn man sich dagegen einige Switch-Spiele ansieht, also Top-Switch-Spiele, Xbox oder PlayStation-Spiele, ist das dagegen ein Witz. Denn so viel Kreativität wurde hier reingesteckt. Ich möchte es hier nicht wieder Äußeres zerstören, ich weiß es mal nicht. Okay, hier geht das schon so ein bisschen raus. Das hätten sie besser machen können. Aber ich will ja nicht meckern. Wie sieht eigentlich die Rückseite hier aus? Dann die CD mal raus. Halten wir mal eine CD in der Hand und holen mal eine raus. Ganz vorsichtig. Keine Kratzer. Ganz gut. Und wenn wir uns das mal angucken.
Boah, richtig geiles Design. Einfach nur geil. Disney ist wirklich unverbesserlich. Und damit wäre es auch schon bei dem Unboxing gewesen. Ich freue mich wirklich riesig drauf, es zu lesen. Zu gucken. Ich habe keinen DVD oder Blu-ray Player, aber ich habe eine Xbox, wo ich das rüber gucken kann. Und wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall, das zu gucken. Und ich werde auf jeden Fall weiter sammeln. Die lustigen Taschenbücher noch weiterhin DuckTales sammeln und auch sowie die anderen Donald Duck Filme. Das heißt, der Kanal wird auch Jahre weiterhin noch bestanden sein. Ich habe vorhin auch noch ein separates anderes YouTube-Video auch gedreht über ein bestimmtes Taschenbuch. Das wird dann aber erst morgen vorgestellt und dann morgen kommen. Das Unboxing war mir ein bisschen wichtiger. Und ja, damit darf ich erstmal den ganzen Müll hier wegräumen und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und ciao!